Hi, heute will ich mal die Werfing mal vorstellen. Das ist eine, die 1962 gebaut worden ist. Höfner ist sich ihrer Modelle ziemlich treu geblieben. Das ist ja die Werfing Classic, wie sie 2006 zum Beispiel angeboten worden ist. Eine sehr tolle Gitarre, sündhaft teuer auch. Ja. Also die Formen sind ähnlich, es gibt aber ganz schöne Unterschiede, zum Beispiel die hat hier einen Sustain Block, hier nicht, damit gibt es verschiedene Sounds da drauf, die hat ein bisschen mehr Sustain, die hat mehr Attack hier und ich finde die, das ist eine ganz tolle Gitarre, die ist sehr schön zu spielen, sehr leicht, unglaublich, viel leichter als die hier. Und ja, der Hals ist flach, aber nicht ganz so flach wie in der Les Paul, ganz, ganz bisschen dicker. Und ich werde jetzt mal ein Lied loopen hier und dann spiele ich ein bisschen Melodie drauf, so dass man ein Bild ein bisschen kriegt von diesem Sound der Gitarre. Ja, das war der Klang und ich glaube, das ist sehr interessant. Der ist sehr attackvoll, hat ein bisschen weniger Sustain, aber ist eine wunderschöne Gitarre. Und diese Werfing hat in England und in der Pizza Geschichte gemacht. Ich kann leider diese Musik nicht spielen, aber das ist ein Stück von mir und vielleicht kann man ein bisschen den Klang, also und vielleicht kann man den Klang ein bisschen verstehen dann von dieser Gitarre. Tschüss. Ich hoffe, wir haben viel Spaß gehabt.